Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es gibt mal wieder ein paar News zu berichten zum Eurotrack-Simulator 2 und den lang erwarteten Feldbinder DLC, was ja, wenn alles gut läuft, Anführungsstrichen, Ende des Jahres erscheinen soll. Aber SCS möchte nochmal ein großes Dankeschön an die Firma aussprechen, weil sie wirklich mit allen